Action, aber eben auch nicht eine, bei der man sagen kann, er ist total über sich hinausgewachsen. Und genau das braucht man, um gegen diese Leute gewinnen zu können. Das versucht gegen den aktuellen Weltmeister und Olympiasieger im Einzel gegen Zhang Yike. Der ist so ein bisschen in ein Loch gefallen nach seinem Olympiatitel von London. Ist dann aber 2013 erneut Weltmeister im Einzel geworden, nachdem er das schon 2011 geschafft hatte. Und er ist der Mann für die großen Turniere, für die großen Spiele. Nicht unbedingt für die zweite Runde oder das Achtelfinale, aber für die Endspiele. Ovtcharov muss sich gegenüber der Leistung gestern, als er gegen Mizutani verlor, deutlich steigern. Und da haben Sie schon einen bedeutenden Unterschied gesehen zwischen Timo Boll und Dmitri Ovtcharov. Denn Ovtcharov kann härter spielen, verfügt über mehr Schlaghärte, verfügt über mehr Tempooptionen als Boll. Sehr, sehr guter Start für Dima in diesen ersten Satz. Was für ein Auftakt, 4:0 Führung. Die beiden treffen zum 7. Mal aufeinander. Ein einziges Mal hat Ovtcharov gewinnen können. Das war das allererste Duell im Jahre 2009. Aber er hat Zhang danach einige ganz, ganz enge Matches geliefert. Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Weltcup-Halbfinale, wo eine Verlängerung des Entscheidungssatzes verloren hat nach einer 3:1 Satzführung. Ja, und diesen ersten Satz, den muss er jetzt natürlich ins Ziel bringen. Nach diesem Traumstart, nach diesem Blitzstart. 6:0. Das ist eine Ansage. Ganz besonders natürlich nach der Auftaktniederlage von Boll. Erster Punktgewinn für Zhang Yike. Der Ovtcharov kennt, weiß, wie sehr er sich über seine gestrige Leistung trotz des Mannschaftssiegs geärgert hat. Eieiei. Schwacher, ganz schwacher Rückschlag von Zhang Yike. Aber der kann sich da irgendwie noch retten. Hat dann vielleicht auch ein bisschen Glück dabei und macht den Punkt. Schade für Ovtcharov. Und wie schnell eine vermeintlich komfortable Führung gegen die Top-Chinesen schwinden kann, das haben wir nun ja wirklich bei Timo Boll erlebt, der in allen drei Sätzen bis zur Satzmitte geführt hat. Ein 6:4 geworden. Wichtiger Punkt gewinnen, denn es wäre ja so extrem bitter psychologisch für Ovtcharov und für die deutsche Mannschaft, wenn er nach diesem Traumstart, diesen 6:0, diesen ersten Satz noch abgeben müsste. Auch für ihn ist es eine große Herausforderung, für den deutschen Weltranglistenvierten so aufzuschlagen, dass Zhang Yike nicht direkt attackieren kann.
Bei Boy war das noch ein bisschen wichtiger. Aber auch oft darauf. Kommt natürlich er selbst ins Spiel, kann er das Spiel selbst bestimmen, wenn Janicke passiv reagieren muss. Ja, schön kurz gehalten zwar den Rückschlag, dann versucht er über ein Rückhand-Rückhand-Duell zu punkten, der Deutsche macht aber den Fehler. Und genau, wie wir das vorhin bei Malon gegen Boll gesehen haben, ist auch Janicke extrem gut vorbereitet auf diese offensiven Rückschläge von Dmitri Ovtcharov. Und deshalb nimmt jetzt Jörg Roskopf bei 8:8 im ersten Satz das Timeout. 6:0 hat Ovtcharov geführt. Und da dachte man, da kann doch vielleicht nicht mehr so viel schief gehen in diesem Satz. Aber das hat er mit Sicherheit nicht gedacht, Dmitri Ovtcharov. Daran liegt es mit Sicherheit nicht, dass Janicke jetzt den Ausgleich geschafft hat. Denn Ovtcharov weiß ganz genau, dass diese Top-Chinesen jederzeit in der Lage sind, auch selbst so eine großartige Serie zu spielen, mit der er ja Ovtcharov in diesem Satz gestartet war. Beide steht es natürlich nicht und nicht 8 beide. Erster Punktgewinn nach der Auszeit. Ganz, ganz wichtig wieder. Dann zwar nicht vermieden, dass Zhang offensiv eröffnet, aber guter Gegenzieher von Ovtcharov. Und was für ein Winkel, den Janicke da spielt. Ovtcharov versucht dagegen zu halten. Und das war eine klasse Platzierung des Deutschen. Und da sind die ersten beiden Satzbälle für Deutschland in diesem Finale von Tokio. 10:8 für Dmitri Ovtcharov gegen Weltmeister und Olympiasieger Janicke.
schafft es nicht zu vermeiden, bei beiden Aufschlägen nicht, Dmitri Ovtcharov, dass Zhang Yike offensiv eröffnen kann. Und vor allen Dingen nicht nur offensiv eröffnen kann, sondern schon relativ viel Druck ausüben kann. Und deshalb beide Satzbälle vergeben. Fehlaufschlag. Und ein Raunen im Yoyogi Gymnasium. Satzball Nummer 3 für Ovtcharov. Kommt nicht durch mit seiner Rückhand, landet im Netz. Das war ein super Seitenwechsel von Dmitri Ovtcharov in die lange Vorhandseite von Zhang Yike. Da nämlich hat das Handgelenk abgeklappt. Und er spielt sich Satzball Nummer 4. Jetzt wird Zeit, die Chance endlich zu nutzen. Und er nutzt sie. Und gewinnt diesen ersten Satz mit 13-11. Ein erster kleiner Teilerfolg für die deutsche Mannschaft in diesem Endspiel von Tokio gegen den großen Favoriten China. Dmitri Ovtcharov mit 13-11 erfolgreich gegen Zhang Yike. Erst eine 6-0 Führung, ja, fast aus den Händen gegeben, am Ende dann doch noch gewonnen. Noch ein paar Impressionen aus diesem ersten Satz. Ja, Dmitri Ovtcharov außerhalb Chinas. Und da lege ich mich einfach mal sehr fest. Sicherlich der ehrgeizigste und der fleißigste Spieler der Welt. Sonst wäre er niemals so weit gekommen. Er ist nicht das begnadete Talent wie ein Timo Boll. Er ist ein extrem harter Arbeiter. Und ist dadurch weitergekommen. Jetzt schon weitergekommen, als er das selbst jemals für möglich gehalten hat. Er ist der aktuelle Europameister und er hat bei den Olympischen Spielen vor 2 Jahren in London als erster Europäer in der Tischtennisgeschichte 2 Medaillen gewonnen. Silber mit der Mannschaft und Bronze im Einzel. 2016 will er Gold im Einzel. Und das ist absolut ernst gemeint aus dem Munde eines Dmitri Ovtcharov. Er beginnt den zweiten Satz gegen Zhang Yike. Letzte Rückhand war dann natürlich extrem schwierig zu spielen. Aber man sieht deutlich, dass Ovtcharov viel mehr Möglichkeiten hat, als Boll in den schnellen Ballwechseln dagegen zu halten. Gegen diese Top-Chinesen. Das ist der große Unterschied zwischen den beiden deutschen Spielern. Und Zhang Yike hat das genau geahnt, wohin dieser Vorhand-Topspin von Ovtcharov kommen würde. Block mit der Rückhand und Dima kann dem Ball nur noch hinterher schauen. Ja,
Fehler Jangike, der nochmal versucht jetzt den Druck zu erhöhen natürlich gegenüber dem ersten Satz. Versuchen wird Ovtcharov noch mehr zu dominieren. Rechts Wang Hao, links Fan Zhendong, zwei Generationen. Der eine Anfang 30, der andere gerade mal 16. Das sind die beiden, die auf der Bank sitzen und nicht zum Einsatz kommen. Super Rückhand von Ovtcharov. Es war ja früher seine stärkste Waffe, aber sein Spiel war viel zu rückhandlastig. Er ist in den vergangenen Jahren vor allen Dingen kompletter geworden, will heißen, viel stärker auf der Vorhand als früher. Und es ist kein Vergleich zur Leistung von gestern bei Ovtcharov. Er spielt deutlich stärker heute. Man muss ja immer so ein bisschen in kleinen Schritten denken gegen China. Die hat es zumindest schon mal vermieden, dass Zhang im zweiten Satz sofort davonzieht. Das war natürlich der Plan des Chinesen, direkt so richtig zurückzuschlagen nach Verlust des ersten Satzes. Klasse gespielt. Und Ovtcharov gerät bei seinen eigenen Aufschlägen halt nicht so oft in einen großen Nachteil, wie das bei Boll, zumindest in den ersten beiden Sätzen, gegen Malong der Fall gewesen ist. Er schafft es sogar immer mal wieder in einen Vorteil, in eine Vorteilssituation zu kommen nach eigenem Aufschlag. Aber den kann er nicht immer zum Punktgewinn nutzen, wie in diesem Fall jetzt gerade. Fünf beide im zweiten. Ovtcharov muss allerdings damit rechnen und darauf vorbereitet sein, dass sich Zhang Yike in dieser Partie noch steigern wird. Der Chinese noch nicht an seinem Maximum angekommen bisher. So ehrlich muss man auch sein bei der Zwischenanalyse. Wieder ein sehr, sehr starker Rückschlag des Deutschen, der im August 26 Jahre alt wird und in diesem Monat, also im April, Entschuldigung, nicht in diesem Monat, sondern im April dieses Jahres, das ist die aktuelle Weltrangliste, einen Tag nach dieser Weltmeisterschaft kommt dann die neue raus, zum ersten Mal in seiner Karriere die Position 4 erklommen hat, nur noch drei Chinesen vor ihm. Er steht sogar einen Platz hinter Ovtcharov, Zhang Yike, hat aber auch wenig gespielt international zuletzt. Und er kann mit seinen Aufschlägen viel, viel mehr ausrichten gegen Zhang Yike. Und da stehen sie auf und sie wissen, was das bedeutet. Es ist das Timeout bei einer 7:6 Führung von Dmitri Ovtcharov im zweiten Satz gegen Zhang Yike, nachdem der Deutsche den ersten Durchgang knapp mit 13:11 gewonnen hat. Ja, Ovtcharov, ich habe das vorhin schon kurz angedeutet, habe gesagt, er ist außerhalb Chinas für mich der ehrgeizigste und fleißigste Spieler der Welt. Er ist in erster Linie ausgebildet worden von seinem Vater Michail, der sowjetischer Nationalspieler war. Dann zusammen mit seinem Sohn, sie sind ja dann schon nach Deutschland gekommen, als Dima erst 3 Jahre alt war, in Hameln beim TSV Schwalbe Tündern gespielt hat, sind zusammen aufgestiegen von Liga zu Liga zu Liga bis in die erste Bundesliga. Irgendwann wurde der Sohn dann aber so gut, dass er Tündern
verlassen musste, um weiterzukommen. Hat dann bei Borussia Düsseldorf gespielt, da die Champions League gewonnen. Ist aktuell in Russland unter Vertrag und hat die große Chance, den Hattrick zu schaffen in der europäischen Königsklasse. Im Finale stehen sie schon, die Männer aus Orenburg. Das ist sein Verein. Na, weiß nicht. Hat Ovtcharov da gedacht, dass der Ball an der Kante ist oder hat gedacht, dass es ein Netzaufschlag ist? War mir auf der Geste nicht ganz sicher. Steht auf jeden Fall 7-7. Oh, und was für ein Rückschlag! Und da bricht es aus Ovtcharov heraus. Macht ein super Spiel. Ist überhaupt gar keine Frage. Und Stichwort Zwischenziele. Kleine Schritte. Eine 2-0 Satzführung ist jetzt das nächste Etappenziel. Und er hat zwei Chancen. Diese 2-0 Satzführung in die Realität umzusetzen. Ganz großartiges Spiel von Dmitri Ovtcharov. Und nicht nur der Spielstand, sondern auch die Art und Weise, wie Dima spielt, lässt hoffen für Deutschland. Er ist noch längst nicht am Ziel, aber er führt gegen den aktuellen Weltmeister und Olympiasieger im Einzel mit 2-0 Sätzen im Endspiel der Team-WM von Tokio. Dmitri Ovtcharov mit einer bis dato grandiosen Leistung gegen Zhang Yike. Aber er weiß, dass das nach wie vor alles andere als eine Vorentscheidung ist, jetzt diese 2-0 Führung. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Er hat in einem World Cup Halbfinale denselben Gegner, Zhang Yike, 4 Sätze lang klar beherrscht, hat mit 3-1 Sätzen geführt, hätte sogar 4-0 gewinnen können, dieses Match. Aber dann hat der Chinese die Partie doch noch gedreht und mit 2 Punkten Differenz im Entscheidungssatz mit 4-3 dann gewonnen. Das war ein Einzelturnier, deshalb Best of 7. Hier haben wir die Mannschaftsweltmeisterschaft und da heißt es Best of 3. Das bedeutet, und das ist natürlich ein Vorteil im Vergleich zu Einzelwettkämpfen, dass Ovtcharov jetzt nicht mehr noch 2, sondern nur noch einen Satz gewinnen muss, um Zhang Yike zu schlagen. Der Chinese braucht jetzt 3 Satzgewinne in Folge. Und Ovtcharov macht auch den ersten Punkt, den Satz Nummer 3. Und das ist jetzt ein Zhang Yike, der zum ersten Mal so ein bisschen ratlos wirkt. Das war auch im letzten Ballwechsel des zweiten Satzes so. Ja.
Denn Körpersprache spielt in dieser Sportart ja eine so herausragende Rolle. Zum einen kann man als Beobachter aus den Spielern teilweise wie in einem offenen Buch lesen. Zum anderen hat das natürlich auch eine große Wirkung auf den Gegner. Fantastisch. Janjike steht hier extrem unter Druck. Und allmählich wäre es Zeit, aus chinesischer Sicht, dass er sich steigert. Er kann sich steigern. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir hätten, glaube ich, alle nichts dagegen, wenn er sich nicht steigern würde. Zhang macht hier natürlich kein schlechtes Spiel, das wollte ich damit nicht sagen. Aber er kommt an sein Maximum gegen Ovtcharov nicht heran. Während Ovtcharov ganz oben auf der Skala dessen ist, was möglich ist für ihn. 5:1 Führung im dritten Satz gegen Zhang Yike mit einer 2:0 Satzführung im Rücken. Fünfmal in Folge hat der Deutsche gegen den Chinesen verloren. Nur das erste der bisherigen 6 Duelle gewonnen. Das ist sensationell. Was hat der tibetanische Kampfhund jetzt noch im Köcher? Das ist der Spitzname in China, den sie Zhang Yike gegeben haben. Sehr extrovertierter Typ. Sie erinnern sich vielleicht, als er sich das Trikot vom Leib riss, als er zum ersten Mal Weltmeister wurde 2011 in Rotterdam. Und Ovtcharov dominiert Zhang Yike in diesem dritten Satz. Er scheint ihn den Zahn gezogen zu haben. Man muss das immer noch vorsichtig und im Konjunktiv formulieren. Wahnsinnsmatch! Es ist ein Wahnsinnsmatch. Es ist vielleicht das beste Match seines Lebens. Und das hat Timo Boll ja gesagt gestern. Wenn wir alle das Spiel unseres Lebens machen, dann können wir gegen China gewinnen. Boll hat nicht das Spiel seines Lebens gemacht. Ovtcharov schon bisher. Es ist unfassbar, was der Mann in diesem dritten Satz spielt. Zhang Yike chancenlos im dritten Durchgang gegen Ovtcharov. Und ich hoffe sehr, falls sich Zhang jetzt herantasten sollte, noch in diesem dritten Satz, dass Jörg Roßkopf ein sehr frühes Timeout nimmt. Man kann sich da immer drüber streiten, weil natürlich auch ein Timeout dem Spieler signalisieren kann, ich vertraue nicht mehr so ganz darauf, dass es so gut für dich weitergeht. Aber der Trend geht eher zu frühen Auszeiten. Weil Trainer, weil Spieler für zu späte Auszeiten relativ häufig bestraft werden. Hey!
Noch gibt es keine Entscheidung für die Auszeit. Jetzt wäre es aber an der Zeit. Aus meiner Sicht zumindest. Ovtcharov hat 9:2 geführt. Zhang Yike hat sich auf 6:9 herangekämpft. Der tibetanische Kampfhund, er will sich noch nicht geschlagen geben, aber den nächsten Punkt, den macht Dmitri Ovtcharov. Und er hat 4 Matchbälle gegen den aktuellen Weltmeister und Olympiasieger im Einzel. Das geologische Erdbeben, das gab es am frühen Morgen in Tokio. Das haben sie alle gut überstanden. Das erste sportliche Erdbeben, das können wir hier feiern. Dmitri Ovtcharov.